Ich bin Lisa Brennauer, ich bin Profi-Radsportlerin. Ich wollte immer schon mal ein bisschen so machen, was mein großer Bruder macht. Das war immer mein Vorbild und demher war der Weg zum Radsport da ganz kurz. So gegen Ende meiner Schulzeit habe ich mir schon gedacht, ich möchte Profi werden, ich möchte versuchen, wie weit ich da kommen kann. Aber es war jetzt nicht so, dass ich als kleines Kind immer schon gedacht habe, ach, ich werde Radsportprofi. Es gab dann das große Ziel, zu den Junioren-Weltmeisterschaften zu kommen. Die deutschen Meisterschaften standen an und das Zeitfahren war eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich habe es zwar immer geliebt, aber ich war einfach nicht so richtig gut. Und war auf einmal deutsche Meisterin in der Disziplin, wo ich das null erwartet hatte. Und das war für mich so ein schönes Gefühl, dass ich mich in der Disziplin für die Weltmeisterschaften qualifiziere. Es gibt ein ganz cooles Erlebnis mit meinem Bruder, der mich nur kannte von diesen kleinen Radrennen und mich immer so gefragt hat, ja du, wann machst du eigentlich mal was Gescheites? Ich habe ihn eingeladen zu meinen ersten Olympischen Spielen nach London. Er war da und ich werde es nie vergessen, als ich nach dem Rennen zu ihm und meiner Familie und Freunde auf die Tribüne gegangen bin und er dann gesagt hat, du, wow, Wahnsinn, ich bin mega stolz auf dich. Dieses Jahr steht für mich natürlich die Tour de France der Frauen im absoluten Fokus. Ich finde es absoluter Wahnsinn, dass wir Teil dessen sind. Der Frauenradsport hat sich so weit entwickelt auf ein Niveau, wo das jetzt einfach genau reinpasst. Ich träume natürlich davon, mal so ein gelbes Trikot auf meinen Schultern zu tragen. Ich habe das als Kind schon immer im Fernsehen verfolgt und jetzt Teil von sowas zu werden, ist schon echt was ganz Besonderes.